Ausrichtung ist Ansichtssache. Ausrichtung hat biomechanische Grundprinzipien, anatomische Grundlagen. Und dennoch ist Ausrichtung nicht gleich Ausrichtung. Wenn du dir überlegst, dass wir rund 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, dann ist es unmöglich, dass all diese 7 Milliarden Menschen die gleiche Form von Knochen und Gelenken, Bändern und Strukturen haben. Das heißt, wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. Das bedeutet aber für die Ausrichtung unserer Position auch, dass die ein klein bisschen individualisiert sein müssen. Wenn ich mich jetzt mit dem Thema Sprache beschäftige, dann würde das ausschließen, dass wir alle mit der gleichen Ansage bedienen können. Beziehungsweise, dass wir alle mit der gleichen Technikansage bedienen können. Also eine Ansage von Seiten des Lehrers wie heb dein Schambein oder heb dein Kreuzbein oder zieh den Bauchnabel mehr nach innen oder senk deine Rippenbögen mehr oder heb deine Rippenbögen mehr, die sind offenkundig immer abhängig davon, wie die jeweilige Position gerade in der Position steht. Nimm dir zum Beispiel ein ganz banales Tadasana, Samasthiti, also die Grundhaltung im Yoga. Jemand, der so steht, der in seiner natürlichen Lordose, in seinem natürlichen Hohlkreuz steht, der wird keinerlei Ansagen brauchen, weil er schon so steht, wie er stehen soll. Wohingegen, wenn jemand zum Rundrücken, respektive Flachrücken neigt, ganz anders angewiesen werden muss, als jemand, der zum Hohlkreuz neigt. Wenn ich also die gleiche Aussage mache, Tadasana, heb dein Schambein und press deine Fersen in den Boden, dann hat es bei drei verschiedenen Leuten drei verschiedene Ergebnisse. Den, der vorher gut gestanden hat, werde ich aus seinem guten Stand herausbringen. Denjenigen, der vorher zu rund gestanden hat, den werde ich noch mehr in seine Rundung reinbringen. Und denjenigen, der zu hohl gestanden hat, den werde ich in eine vermeintlich richtige Position bringen. Die Frage ist also, wie können wir so halbwegs universell Positionen bestimmen? Wie können wir halbwegs universell Positionen ansagen? Einer der wichtigen Bereiche ist der Bereich zwischen Becken und Brustraum. Gerade was die Stellung der Wirbelsäule anbelangt. Also ist das Becken und der Brustraum im Verhältnis zueinander immer der entscheidende Faktor. Wenn wir uns mal anschauen, wie das Ganze stehen soll, dann wissen wir haben eine Halslordose, wir haben eine Brustkyphose und wir haben eine Lendenlordose. Das ist für den aufrechten Gang einfach die aktuell beste Möglichkeit, die die Biologie gefunden hat. Wenn ich also diese Idealposition halten möchte, dann geht es immer darum, den Brustraum in einem guten Verhältnis zum Becken zu positionieren. Heißt also vorne und hinten das Idealmaß an Raum zu finden. Wenn wir uns also allein den aufrechten Stand anschauen, dann geht es immer um das Verhältnis Brustraum und Becken. Wenn wir also eins von beiden korrigieren, müssen wir das andere unter Umständen mit korrigieren. Worauf möchte ich hinaus? Denk dir deinen ganzen Brustraum als ein zusammenhängendes System. Stell dir deine Rippenbögen vor als einen gemeinsamen Ring, der vorne anfängt, um die Seiten rumgeht und hinten endet. Unsere Handlungsebene ist vor dem Körper, deshalb ist auch die Ebene unserer Aufmerksamkeit häufig vorne. Wenn ich also vorne zum Beispiel die Rippenbögen hebe, dann vergesse ich ganz häufig, sie hinten mitzuheben. Wenn ich sie hinten hebe, dann werde ich vielleicht zu rund und vergesse sie vorne entsprechend mitzuheben. Mach folgenden Versuch. Nimm dir mal die Hände an deine Rippen und jetzt atme mal in deine Hände hinein ein und spreiz überall deine Rippen. Vielleicht wirst du fühlen, dass du eher die Tendenz hast, vorne zu füllen. Nimm deine Hände vor deinem Körper aneinander und zieh, als würdest du Fingerhakeln spielen, die Schultern, Ellbogen, Finger auseinander. Du wirst spüren, dass die Schulterblätter sich hinten zu spreizen, voneinander wegzubewegen beginnen. Jetzt atme erneut in deinen Brustraum ein. Vielleicht wirst du spüren, dass du automatisch mehr in deinen Rücken atmest, dass du also automatisch einfach mehr die Aufmerksamkeit auch zusätzlich in die Rückseite deines Körpers bringst. Betrachten wir also immer den Abstand des Brustraumes zum Becken und fühlen wir diesen Abstand, dann fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, die diversen Positionen auszurichten. Ich möchte dir zwei, drei Beispiele geben.
Schauen wir uns zum Beispiel Utkatasana an. Na, Klassiker. Utkatasana lebt von seiner Lordose. Ja, die Lordose stabilisiert uns im Rücken. Die Lordose ist das, was uns die Kraft im Rücken überhaupt erst ermöglicht. Jemand, der jetzt übertrieben in die Lordose geht, seinen Po extrem nach hinten rausschiebt, der wird eher im Rücken komprimieren. Jemand, der aber sagt, senk deine Sitzpanaka, du kannst es bei mir gerade sehen, wird eher im Rundrücken landen und seine Spannung, seine Stabilität aufgeben. Natürliche Lordose erlaubt uns hingegen immer zu spüren, wie der ganze Brustraum wegzuwachsen beginnt vom Becken. Wie also zwischen Brustraum, vorne, Seite und hinten und Becken immer genügend Platz ist. Dieser Platz drückt sich aus in unserer Fähigkeit zu spüren, dass wir uns mit der Einatmung wirklich weiten und wieder sinken. Nimm mir einen zweiten Krieger. Im zweiten Krieger ist der Abstand zwischen Becken und Brustraum auch ganz entscheidend. Viele fallen ins Hohlkreuz, kompensieren, indem sie die Schultern zurückziehen. Wenn wir das Schambein aber einfach nur heben und unten flach sind, dann fehlt uns die natürliche Lordose. Also die natürliche Beweglichkeit zwischen oben und unten zu halten, die leichte Krümmung zu spüren, gibt uns die Möglichkeit, in der Beweglichkeit und in der Weichheit trotz der Kraft zu bleiben. Nimm dir Anjaneyasana, die Version des ersten Kriegers mit aufgestellter Ferse. Ich bin gerade zu sehr im Hohlkreuz. Mich flach zu machen, ergibt aber auch keinen Sinn. Ich möchte in einem leichten Hohlkreuz sein, was mir vorne und hinten Raum und Beweglichkeit zwischen Brustraum und Becken gibt. Alles eben Besprochene ist einfach nur ein Impuls darüber nachzudenken, dass vielleicht eine stereotypisierte Aussage nicht immer jeden abholt, dass wir vielleicht unsere Ansagen ein bisschen universeller beschreiben können und dass wir vielleicht dadurch auch den Menschen einen Zugang zu ihrem eigenen Gefühl geben, einen Zugang dazu, dem, was sie spüren, zu vertrauen und nicht einfach irgendeiner Box von richtig und falsch hinterherzulaufen. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil der Yoga-Praxis ist und gerne ein klein bisschen mehr betont werden darf.